Hallöchen, hier ist der Björn vom LSNPD und wir werden jetzt mal den Chief, den Feuerwehr-Chief, chiefen. Nein, retten heißt das. Ja, du bist auch so überrumpelt worden. Noch 1200 Meter. Und dann sind wir, glaube ich, auch durch. Also, wie gesagt, die Riddler-Trophäen fehlen alle noch. Aber die kommen später noch. Vielleicht in einem Special, wenn ich alle finde. Also. Na, das ist aber ein Zufall. So, 450 Meter noch. Und das bedeutet, dass wir Pass gleich auf, da Jungs. sind. Ab morgen ändert sich alles. Die Stadt, das GCPD, sie müssen ihn jetzt festnehmen. Sie müssen ihn Sie haben dieses festnehmen. verfluchte Bat-Signal schon ziemlich lange auf dem Dach. Ja, aber jetzt, wo jeder weiß, dass es Bruce Wayne ist, haben sie ihre glaubhafte Abstreitbarkeit verloren. Das war's. Ihre glaubhafte Abstreitbarkeit. Sag Oh, mal, was was ist ist los, das denn Chief? Du alles? siehst sauer aus. Genau, sei doch froh, dass wir dir heute Nacht freigegeben haben. Lasst mich in Frieden. Oh, Mimose. Vielleicht hat er andere Pläne. Ja, aber ganz andere Wir Pläne. bringen seinen Terminplan durcheinander. Wieso hört ihr zwei Idioten nicht auf zu labern und macht euren Job? Guck mal da Hey, hinten. Da das komme ich klingt doch aber schon mal gar nicht rein. nach Kampfgeist. Ja, klingt, als würdest du aufgeben. Das Handtuch werfen, das gefällt uns gar nicht. Genau. Wir mögen es, wenn sie sich ein bisschen wehren. Wie steht's, Chief? Steckt noch etwas Kampfgeist in dir? Nein. Wie war's? Nein. Da Vielleicht kommen vermisst wir ihr nicht seine raus. Leute. Aber Bist du er ist im bald wieder Moment bei? alleine. Na, da kommen sie jetzt auch. Okay. Genau. So, Ich sehe eigentlich mal nach dem Typen. Gute Idee. ist natürlich die Frage, ob sie Medics dabei haben. Wir können ihm nicht helfen. Ihn hat's erwischt. Passt besser auf. Genau. Ach, ihr zerstört auch nicht den Eingang. Na, Mal sehen, das. wie ihm dieser thermobare Sprengsatz schmeckt. Stelle Wachgeschütz auf. Oh, noch ein Wachgeschütz. Ihr seid ja die richtig harten. Und? Kommt da noch was oder was? Warte mal, kann ich das nicht. Ja, Benne, du Batman. So. Das Ding ist doch jetzt abgeschaltet. Naja. Das wird wahrscheinlich irgendjemand anderen erschießen jetzt. Aber solange das nicht mich erschießt, ist das ja alles okay. So, ihr beiden. Ja, lauft mal ineinander. Das ist eine sehr gute Idee. Wo geht's denn hier noch lang? Alter, hier kommt man ja überall hin. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Einfach mal wild und wahllos und kreuz und quer. Das ist ja schön.
ist er? Wieso renne ich davon? Wieso steht er denn wieder? Hey, meinst du, der Typ atmet noch? Das wird diesen Freak hervorlocken. Setze Sprenger, unten ist irgendwas. Mal sehen, wie ihm dieser thermobare Sprengler schmeckt. Gar nicht gut. 3, 2, 1. Brenn, du Freak! Aber da steht ja. Aber wir finden die Fledermaus, die das war. Ach, warte mal. Kann ich hier nicht. Nee, nicht Explosivkehl, sondern. Stelle Wachgeschütz auf! Jetzt ist er umgefallen. Ja, ja, na, na. So. Da hinten sind zwei. Da ist ein Geschütz, das es wahrscheinlich nicht tut. Da kommt noch ein Geschütz, das es auch nicht tun wird. Da. Wachgeschütz aufgestellt, Bereich ist scharf. Ach, schade, kann ich das nicht kaputt machen? Ich kann Geschütze nicht deaktivieren. Ich soll das mit dem Distanz-Hacking-Gerät blenden. Für 30 Sekunden. Was mit dem Ding? Explodieren? Okay. Das Problem ist, dass ihr alle immer nicht alleine seid. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Aber das vielleicht schon eher. So, wer schießt denn da? Gucken wir mal, wer da schießt. So, warte, Distanz-Hacking-Gerät. Stehen sie aber, guck mal hier, die beiden, die stehen da die ganze Zeit. Der geht da immer nur ein bisschen weg und dann kommt er zurück. Einer geht gerade die Treppe hoch. Ach, guck mal, das gehört hier zu einem anderen. Ist er tot? Ja, vielleicht. Und er stand die ganze Zeit noch so schön. So, wo... Guck mal, da hinten haben sich jetzt alle verkrochen. Und da sind zwei. Ich glaube, da unten bewegt sich was. Was auch immer es ist weg. Wir können nichts für ihn tun. Aber wir finden die Fledermaus, die das war. Na, das ist aber übertrieben. Vielleicht war ich das ja gar nicht. Das war keine gute Idee. So. Sehen, wie dieser thermobare Sprengsatz
nicht helfen. Ihn hat's erwischt. Passt besser auf. Schnelle Wacht geschickt auf. Ach nee, da oben wollte ich gar nicht hin. So, da wollte ich hin. Wachgeschütz aufgestellt, bereitet scharf. So. Nein, falscher Knopf. Mich noch einer. Es hat einen erwischt. Wo bist du? Hier lang. Okay, das, sie sind da unten. Wir können nichts für ihn tun, aber wir finden die Fledermaus, die das war. Finden die Fledermaus, die das war. Von den vielen, vielen Fledermäusen, die hier rumlaufen. Zurück! Ihr kriegt eine Mine! Guck mal, da ist auch noch ein Dings. Einer muss doch da einfach mal vorbeilaufen. Das sollte doch eigentlich machbar sein. Oder finden Sie sie? Was ist dir zugestoßen? Ja, Kumpel, so sieht er dann aus. Okay, da sind zwei. Ein Glück, dass das Ding nicht explodiert ist. Der steht nicht mehr auf. Geht weiter. Oh, guten Tag. Unterbrechen. Moment, wer ist der mit den Minen auf dem Rücken? Der da, ne? Nein, es ist der da. Sobald der nämlich jetzt irgendwo eine Mine hinlegt, ist der nämlich Geschichte. Und der auch. Gut. Ihr seid erstmal versorgt. Und ich mach mich mal auf den Weg. Gut. Da haben wir einen, der gerade beschäftigt ist. Schade. Da war er leider zu schnell fertig. Okay, der war zu schnell fertig und... Na, willst du an dem explodierenden Ding vorbeigehen? Was zum Teufel war das? Weiß nicht. Handel von da drüben. So, das geht natürlich auch.
Ablenkung. Was zur Hölle? Huh. So, damit haben wir es jetzt eigentlich schon fast geschafft. Und ich werde mal nicht, um die Sachen hier alle zu strecken, sondern einfach nur, weil die Folge wieder vorbei ist, sagen, es geht weiter in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Tschüss.